Bei meinen Tipps und Hinweisen für Radreisen geht es heute um Litauen. Das baltische Land ist in meinen Augen auch sehr gut geeignet für Menschen, die erst Erfahrungen mit Radreisen sammeln wollen und trotzdem ein bisschen Naturverbundenheit und Abenteuer suchen. Und in diesem Video erfahrt ihr unter anderem, was es mit der Warnwestenpflicht in Litauen auf sich hat, wie man das Fahrrad am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln transportiert und ob Wildcampen in Litauen erlaubt ist. Die drei verhältnismäßig kleinen baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen werden wahrscheinlich von vielen Radreisenden zusammen besucht. Darum habe ich auch für die anderen beiden Länder Artikel mit Radreisetipps geschrieben. Die findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Für Estland gibt es auch bereits ein Video. Und das Video für Lettland wird demnächst wahrscheinlich folgen. Das findet ihr dann auch in meinem Kanal. Die Straßen sind in der Regel relativ gut ausgebaut, Fahrradwege gibt es leider keine, aber aufgrund des relativ geringen Verkehrsaufkommens fährt es sich trotzdem ganz komfortabel mit dem Fahrrad auf der Straße. Wer wissen möchte, wie schnell der motorisierte Verkehr in Litauen unterwegs ist, innerhalb der Ortschaft beträgt die Geschwindigkeitsbegrenzung 50 Stundenkilometer, außerhalb geschlossener Ortschaften 80 Stundenkilometer, auf Schnellstraßen 90 Stundenkilometer und bei schlechten Straßenverhältnissen 70 Stundenkilometer. Durch Litauen führen zwei internationale Radfernwege. Das ist einmal der Eurovelo EV10, auch Ostseeküstenradweg genannt, und der Eurovelo EV13, auch Iron Curtain Trail genannt. Beide Radfernverbindungen sind allerdings in Lettland in ihrem Verlauf deckungsgleich und verbinden das Land mit den anderen beiden baltischen Ländern und mit Polen. Ich finde die Radfernwege allerdings weniger empfehlenswert, weil sie teilweise über relativ enge und stark befahrene Schnellstraßen führen oder über sandige Waldpisten, die mit dem Fahrrad nur sehr, sehr mühsam zu befahren sind. Abgelegene, selber geschaffene Routen irgendwo über Land und durch die Dörfer versprechen dagegen in meinen Augen etwas mehr Vielfalt, Abwechslung und auch schönere Landschaften und Ortschaften. Die Fahrradmitnahme in öffentlichen Verkehrsmitteln ist sowohl mit Bus als auch mit Bahn möglich. Das Busunternehmen Kautra hat hinten Fahrradgepäckträger an seinen Bussen installiert und dort können Fahrräder ohne Aufpreis mitgenommen werden. Ich packe den Link zu dem Busunternehmen unten in die Videobeschreibung. Und ebenfalls in der Videobeschreibung zu finden sein werden die Gepäckbestimmungen für die Fahrradmitnahme in der Bahn. Die Radverkehrsinfrastruktur in der Hauptstadt Vilnius ist in meinen Augen deutlich ausbaufähig. Meist muss sich der Radverkehr eine Spur mit dem motorisierten Verkehr teilen. Es gibt eine englischsprachige Karte mit den wichtigsten Radverbindungen der Stadt. Die packe ich unten in die Videobeschreibung. Wer Vilnius nur für eine Stadttour besucht und kein eigenes Fahrrad dabei hat, kann sich natürlich vor Ort eins mieten. Es gibt überall Leihfahrräder in der Stadt. Die meisten sind von dem Anbieter CycloCity zu finden und auch den Link packe ich unten rein. Wenn man erstmal auf der Landstraße unterwegs ist, dann kann es sein, dass über viele, viele Kilometer kein Unterstand mehr zu finden ist. Das heißt, wenn plötzlich der Regen hereinbricht oder sonst irgendwie ein Unwetter aufzieht, dann hat man oft keine Möglichkeit, sich spontan unterzustellen. Es gibt zwar alle paar Kilometer Bushaltestellen entlang der Landstraße, aber auch diese Bushaltestellen haben üblicherweise keinen Unterstand. Was man immer mal wieder findet, sind Schilder, die auf Rastplätze verweisen. Das ist dann meist so ein stilisierter Tannenbaum mit einem Picknicktisch. Wenn man dann dort ankommt, erweist sich das dann tatsächlich nur als Parkplatz, auf dem weder ein Tannenbaum noch ein Picknicktisch zu finden ist. Ja, es gibt in Litauen tatsächlich eine Warnwestenpflicht.
Die gilt bei Dunkelheit und bei schlechten Sichtverhältnissen, was auch immer das bedeutet. Dann nämlich müssen Radfahrende sowohl ein weißes Vorderlicht und ein rotes Rücklicht anhaben, als auch eine Warnweste mit Reflektoren tragen. Tagsüber müssen Radfahrende entweder ein weißes Vorderlicht und ein rotes Rücklicht anhaben oder eine gelbe, orangene oder rote Warnweste mit Reflektoren tragen, sofern sie auf der Fahrbahn fahren. Nicht jedoch, wenn sie auf dem Gehweg, dem Radweg oder am Straßenrand unterwegs sind. Mir persönlich ist allerdings nicht aufgefallen, dass die Menschen in Litauen besonders häufig Warnwesten auf dem Fahrrad tragen würden. Menschen unter 18 Jahren müssen beim Fahrradfahren einen sicher befestigten Fahrradhelm tragen. Für Menschen über 18 gilt lediglich eine Helmempfehlung. In der Regel gibt es in jeder Ortschaft ein bis zwei kleine Lebensmittelgeschäfte, die allerdings recht unscheinbar sind und nicht direkt ins Auge fallen. Und das Angebot an frischem Obst und Gemüse ist da teilweise sehr spärlich. Leitungswasser ist in Litauen nicht als Trinkwasser empfohlen, da sollte man eher zurückgreifen auf industriell abgefülltes Wasser. Also, wir sind jetzt gerade nach Litauen reingefahren vor einer halben Stunde oder so und dem Regen entkommen. Und jetzt ist hier ein Parkplatz und hier haben offenbar vor kurzem schon mal zwei Leute gezeltet. Und jetzt stellen wir heute auch unser Zelt hier hin. Zelten ist in Litauen überall dort erlaubt, wo es nicht explizit verboten ist. Und selbst in einem Naturpark hatten wir einmal einen Zeltplatz entdeckt mit ausgewiesener Feuerstelle, Überdachung und Picknicktischen. Wer alternativ lieber einen offiziellen Campingplatz aufsucht mit Duschen und Toiletten, findet natürlich auch genug Alternativen. Unter den allgemein vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Schutzimpfungen möchte ich für die Radreise insbesondere auf die FSME-Impfung hinweisen, weil von April bis Oktober kommt es nicht selten zur Übertragung von FSME durch Zecken. Zecken übertragen außerdem Borreliose. Gegen Borreliose kann man sich leider nicht impfen lassen. Darum ist es umso wichtiger, dass man abends den Körper gründlich nach Zecken absucht und diese gegebenenfalls schnellstmöglich entfernt. Nicht fehlen im Gepäck sollte ein Mückenschutzmittel, damit man abends nicht allzu sehr von den nervigen Blutsaugern belästigt wird. Das waren meine Tipps und Hinweise für Radreisen durch Litauen. Sie alle gibt es auch noch mal nachzulesen in meinem Blog, den ich unten verlinken werde. Dort findet ihr auch einen Reisebericht über meine Radtour durch Litauen. Und ansonsten freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat oder hilfreich erschien. Und wenn ihr über weitere Videos informiert werden möchtet, dann vergesst nicht, auf die graue Glocke zu klicken beim Abonnieren des Kanals, weil nur dann gibt es einen Hinweis über neu hochgeladene Videos. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei eurer Reise durch Litauen.